So, liebe Freunde der Sonne und gepflegten Horrorunterhaltung. Wir spielen jetzt Home Alone. Gefunden. gefunden auf itch.io. Mal wieder. Und ich habe mir jetzt vorgenommen, öfter mal wieder Spiele von itch.io zu zocken. Denn da sind wirklich viele dazugekommen. Und wie wir wissen, sind da manchmal echte Perlen dabei, die dann auch noch entwickelt werden oder vielleicht erst Demos sind, die man auch auf Steam finden könnte. Und die vielleicht noch weiterentwickelt werden. Ja, deswegen gucken wir da jetzt ab und zu nochmal rein. Die Spiele werden manchmal kürzer, manchmal werden sie ein bisschen länger. Das weiß man immer noch nicht so wirklich genau. Und das hier erinnert mich stark an, oder was heißt stark? Das erinnert mich an Fears to Fathom. Und deshalb gucken wir da einfach mal rein. Ja. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Lasst mir gerne ein Like da und ein kostenloses Abonnement solltet ihr neu sein. So sieht's aus. Ah, das ist ein Ton. Okay. Wir gehen einfach direkt mal rein. Gucken mal weiter. Acht Uhr am Abend. Another boring. Ey, ist das nicht sogar das Haus von Fears to Fathom? Hä, warte mal. Ja, na klar, hier ist die Küche. Nein, das ist nicht Fears to Fathom, das Haus. Boah, Alter, die gehen aber schnell auf. Da, ja, genau. Wie heißt das? Irgendwas mit Child. Habe ich auch auf dem Kanal. Müsst ihr mal gucken. Das ist genau das gleiche Haus. Gut, die Bilder sind andere. Nein, das mit dem Gockel, das war, glaube ich, auch da. Wie der Gockel das Huhn jagt, weil er es möchte. Höchstwahrscheinlich. So. Home Alone. Ich habe keine Ahnung, worum es hier geht. Was können wir machen? Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Ich weiß nicht, worum es geht. Wir spazieren einfach mal ein bisschen herum, würde ich sagen. Können wir noch irgendwelche Grafikeinstellungen machen? Dürfen wir nicht. Passt ja auch, ne? Okay, wir können gefühlt noch gar nichts tun. Digga, ich habe jetzt schon wieder Schiss vom Jumpscare. Oh, was haben wir hier? Oh, das können wir nehmen, wenn dieser Punkt erscheint. Jetzt hat er das ganze Bier aufgegessen, oder? Was sollst du doch trinken? Chopped tomatoes. I need to finish some work on my PC. Komm. Ach, das trinkt er. Okay, alles klar. My PC. Ich glaube, oben. Also in den letzten Spielen oder in diesem Child's Spiel. Nein, Child Street hieß das, glaube ich. Genau. Mein Mikro an, ja. Da ist ein PC, das sieht gut aus. Boah, das ist aber ein schönes, großes Haus, ne? So ein bisschen haben sie doch verändert. Kennt ihr den Film Smile? Zack, Hälfte der Abonnenten weg. Was? Kein Scheiß. Da klopft jemand, ne? Ist das unten an der Tür? Oh Gott, warte mal. Ich habe noch über Dings an hier. Über meine Soundbar. Das müssen wir ändern. Besser. Besser. Ich habe mir jetzt auch so übrigens mal Kabel geschnappt, weil ich keinen Bock habe, immer es zu laden. Hey, bist du nicht hier diese Sängerin? Keine Ahnung, wo das Klopfen herkommt. Oh, da. Yo, Mann. What's up, Dad? What do you need?
Was? Ach so, er sagt WhatsApp, der. Warum macht er so komische Bewegungen? Was brauchst du? WSP, Amigo, hey. Can I get some casher? Gib ihm $40, gib ihm $20, no. Komm. Danke dir, Amigo. Was, Amigo? Digga, ich bin dein Vater. Was ist los mit dir? Warum gehst du so komisch? Ich hätte gar nichts geben sollen. Der ist auf Drogen. I have to go to the bed. Okay. Irgendwie ist das komisch, Mann. Und V-Sync kann man nicht aktivieren. Seht ihr das nicht? Ich weiß nicht, ob man das nachher in der Aufnahme sieht. Sieht, ja. Sieht, genau. Ey, diese Musik, ne? Das ist wahrscheinlich Kinderzimmer hier, oder? Ja. Genau, in diesem Raum hier hinten war in dem anderen Spiel. Hier hinten, genau. Da, wo jetzt dieser Einbauschrank ist, da war so ein Käfig und da saß irgendwas drin. Ich glaube, so ein Kind oder so. Das hat hier immer geweint. Das ist auf jeden Fall auch nicht unser Bett. Hey. Na, Maria und Josef. Okay. Da war es nicht. Also ich kann mir nicht helfen, aber irgendwie. Ach, hier sind wir vorne hochgekommen. Genau, guck mal hier. Da ist unser Bett. Ich fühle mich irgendwie nicht safe hier. Absolut nicht. 5 Uhr am Morgen. Der Wecker ist am Klingeln. I'm so hungry. You need to check the fridge. Ich bin so hungrig, ich sollte den Kühlschrank rufen. Wir hatten schon das ganze Licht angemacht. Sohnemann hat nicht lange durchgehalten mit $20. So muss das sein. Immer weniger mitgeben, dann kommen sie umso früher nach Hause. Okay, der ist, ja. Sieht so aus, als müsste ich in den Store gehen. I'll have to go to work in an hour. Half hour. Okay, dann gehen wir mal zum Store. Kaufen uns ein bisschen Milch und Cornflakes oder so. Mal gucken, was da gibt. Tschüssi. Uhr. 6 Minuten Fußweg. Ja, halten wir das mal fest. Locos. Ah, das sind die Locos Corn Chips. Guck mal, das sind die Chips, die man isst, bevor man auf den Locos geht. Ja, dann drückt das besser. Gott, wie sind wir denn hier hingekommen zu Fuß? Sieht aber ziemlich abgelegen und ekelhaft aus. Was denn da passiert, Digga? Hör mal. Selected Beers. $31,99. $32 für. Digga, was soll denn da drinne sein? Schade, dass das so verschwommen ist. $32 für so eine Kiste Bier. Da sind, guck mal, eins, zwei, da sind vielleicht vier Flaschen in der Länge, also acht Flaschen drin. Und die Amis, die haben immer Literflaschen, ne? Das heißt, da hast du 8 Liter Bier für $32. Ja, das sind um und bei 29 Euro. Herzlichen Glühstrumpf. Oh, die Mucke ist aus. Nein. Aber Amerika soll wirklich sehr teuer sein, ne? Also im Verhältnis zu uns hier. Einiges gesehen. Gerade jetzt zur Inflation. Also, wir denken, uns trifft die Inflation. Schaut mal Videos bei YouTube, wie das in den Staaten aussieht. Die sind richtig fertig, die Leute da. Cold Beverages. Hallo? Hallo?
Soll ich rumkommen oder? Oh, was haben wir hier? Welcome. Das Leonardo? Ne, ist er nicht. Major Promises, Radical News Changes. Oh, ich darf einfach nach hinten kommen. Dann kostiere ich jetzt selber. Digi, ich habe keine Aufgabe gekriegt, gar nichts. Was soll ich mir denn jetzt kaufen? Auf jeden Fall, immer wenn dieser Punkt erscheint, dann kann ich interagieren, ne? Aber mit ihm kann ich noch nicht interagieren. Den scheint es auf jeden Fall nicht zu stören, dass wir hier sind. So, Kippenstangen. It is illegal to sell alcohol to anyone under the age of 21. 21 Jump Street! Wer kennt's noch? Okay, kaum einer. Ah, okay. Zweimal Bier habe ich jetzt eingepackt für... Okay, Sixpack, $7. Sind wir ungefähr bei 5 Euro. Das geht eigentlich. Warum ist denn das da hinten so teuer? Ich will noch was zu essen haben am besten. Nicht nur hier... Nicht nur was zu saufen. Chips? Nein, gibt es ja keine Würstchen oder was? Cracker. Jar. Wir brauchen... Scheißhauspapier, das ist schon mal gut. Bevor Corona wieder kommt. Komm. Das sieht gut aus. Ich habe keine Ahnung, was wir nehmen müssen, ne? Steht auch nirgendwo. Ja, ein bisschen Chocolate Bars hier, einmal Loco Coco. Was haben wir hier? Oh, Penne, Nudeln sind gut. Alright, I can move to cashier. Okay. Cashier? Hi, are you alone here? Ja, warum? Ich bin nicht ängstlich wegen irgendwelchen Mördern. Ich bin vorsichtig, okay. Ich habe keine Angst vor irgendwelchen Mördern. Ich bin vorsichtig. Alright. That'll be $10. Das ist aber recht günstig, ne? Was? You know better take it for a while. Okay. Digga, wer kennt's nicht? Wenn man abends in die Tankstelle geht, macht man ja so ab und zu mal, ja? Und wenn es dann dunkel ist, dann gibt einem der Kassierer manchmal auch eine Pistole. Weil er sagt, pass auf du, da draußen könnte das gefährlich sein. Bring sie mir mit, wenn du fertig bist. Bring sie mir wieder zurück, wenn du fertig bist. So, können wir jetzt gehen, ja, ne? Okay. Okay. Oder will er uns überfallen zu Hause und ist ein Sadist? Ja, genau, wir kommen direkt zu Hause an mit der Wumme hier. Holy shit! Ah, ich verstehe. Die Nachbarschaft. Oh! Ending 2 von 2. Schlechtes Ende. Alter, hat er mich erschrocken, Mann. Alter, hat er mich erschrocken, Mann. Thanks for playing. Make sure to join our Discord for new game and updates. Das war's. Wir landen direkt auf dem Desktop. Kennt ihr meinen Desktop? Das macht ja aber auch nichts. Hey Leute, danke fürs Zuschauen. Vielleicht mal versuche ich nochmal das Ende 1 von 1. Aber jetzt bin ich dem Herztod schon wieder sehr nah und muss deshalb jetzt ausmachen. Der Knopf wird jetzt gedrückt. Tschüssikowski, bis Baldinski.